DNA wird von allen Lebewesen auf der Erde als Erbinformation verwendet und hat eine sehr, sehr hohe Speicherkapazität, denn sie muss ja die Informationen für den Bauplan des Lebens speichern. Das Hightech-Forum hat sich mit dem Zusammenwachsen von Biowissenschaften und Informations- und Kommunikationstechnologien befasst. Wir sind es ja gewohnt, diese Bereiche getrennt zu denken. Das eine ist das biologische, dreidimensionale, sinnliche und das andere das kalte, zweidimensionale und binäre in 0 und 1. Diese Bereiche können aber zusammenwachsen und voneinander auch lernen. Und ein Beispiel für uns ist die Speicherung digitaler Daten in biologischen Materialien. Das kann viele Nutzen haben und wir haben uns das Ganze in diesem Labor angeschaut und sind froh, den Ergebnisbericht der Forschungsministerin in DNA überreichen zu können. Wenn man sich mal anschaut, wo heutzutage die Informationen gespeichert sind, alles wird digital gespeichert und das ist natürlich unglaublich praktisch, weil alles sehr schnell verfügbar ist und so weiter, ist absolut komfortabel. Aber wenn mal es zu einem Ausfall kommt, dann ist halt auch einfach alles weg. Die Leute stellen sich ja immer vor, ich schicke irgendwas in die Cloud und speichere das da. Also das sind riesige Rechenparks, wo die Daten dann gespeichert werden. Die brauchen unheimlich viel Strom, die produzieren unheimlich viel CO2 und sowas hat man bei DNA-Speichern nicht. DNA hat eine extrem hohe Datenspeicherdichte und man kann sich das also ganz gut vorstellen. Jeder kennt ungefähr so einen Tetrapack Liter Milch und wenn Sie sich vorstellen, Sie können das gesamte Internet, können Sie in einem Liter DNA speichern. DNA hat noch weitere Vorteile. Sie ist sehr, sehr lange haltbar. Jeder hat von der Sequenzierung des Neandertaler-Genoms gehört, wo es möglich war, die DNA-Information nach Zehntausenden von Jahren seit dem Aussterben des Neandertalers wiederherzustellen. DNA ist eine Molekülkette, die aus vier Bausteinen aufgebaut ist, die in jeder Reihenfolge kombinierbar ist. Der erste Schritt, um aus digitalen Daten einen DNA-Speicher herzustellen, findet in der Informatik statt. Die Idee dahinter ist, wenn Sie jetzt digitale Informationen in DNA speichern wollen, dass Sie das einfach trivial machen können. Ja, Sie können einfach den Binärcode, die Einsen und Nullen übersetzen in ACGT und so weiter. Diese kurzen DNA-Fragmentstücke können dann synthetisiert werden, sodass wir dann echte Moleküle vorliegen haben in einem Röhrchen. Um die digitale Information wieder aus dem DNA-Speicher auslesen zu können, wird zunächst die DNA wieder in Wasser gelöst und wird dann sequenziert. Dann kommen wir wieder zu einer DNA-Sequenz und diese DNA-Sequenz kann dann anschließend wieder in die digitale Information übersetzt werden. DNA kann am besten stabil gelagert werden, wenn man sie kühl lagert, wenn man sie trocken lagert und wenn man sie vor Licht und anderer Strahlung schützt. Deshalb verpacken wir die DNA in einen Mantel aus Zucker. Dabei entstehen in diesen Röhrchen diese weißen Flocken, die man sieht. DNA selbst kann man nicht sehen, weil so eine kleine Menge dort eingebettet ist, dass sie mit dem bloßen Auge nicht erkennbar ist.